Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 hier in der Höhle. Und wir schauen mal, wo wir hier rauskommen. Okay. More. Just a second. Pay more. Pay now. Dutch, what are you doing? Jesus. Easy, Dutch. Eieiei. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? Er wird langsam verrückt. Yes. Listen, son. You think I want any of this? I don't know. An der Stelle glaubt man das. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. You. I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? Oh! Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. Eso ni fue para tanto. Así que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No. La próxima vez será aún más duro. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. Enough of this. Vamos, carajo. Okay, weiter geht's. This way. They're all listening to that fool. They won't notice us if we stay quiet. Okay, rein hier. You deal with them. Machen wir. I'm sure you got some ideas. Shut up and help me kill them. Ich frage mich, ob der sich das Gold wiedergeholt hat. On my count, you take the one on the right. I'll take the left. Sehr schön. So much for the count to three. Okay. Let's hide the bodies. You grab that one. Ich will den Hut haben. Ich dachte eigentlich, dass der nichts mehr sagt. Aber echt. Ich war gleich lang dahinter standen. Na gut. Let's head around the back of the building and see if we can find a way through. Okay, weiter geht's. Oh. It's going there. Well, you know me. Arthur will cause ourselves a little distraction and then poof, we will disappear. Okay. Maldita guarna. Take the other side of this door. Mhm. ¿Tienes algo de tomar? ¿Cómo sabías? Porque te conozco. Sí, escondí una botella. Voy a buscarla. Gracias. Okay, you take the nearest one on the left. I'll deal with his friend. Okay, machen wir. Mierda. Es lo más bajo de una civilización. Hab ich gemacht. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Plündern sollten wir den auch mal.
Was ist das hier? Da vorne ist noch was. Rautabak. Ich glaube, der war für Dead Eye. Und weiter geht's. Okay. Now we need to create a diversion. What do you think? Find another old lady to strangle? That is enough, Arthur. This is a war. Den hol ich mir jetzt wieder mit. This is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. You got any dynamite? Oh no, we don't need dynamite. We got a furnace. And lots of sugar. Okay. Oh yeah. No problem. You'll see. Go close. Dämmert mir irgendwas. Go on, quick. Genauso wie mit Neil. Okay. Ich geh mal hier lang. Jetzt aber schnell hier. Ventil. Jetzt sollten wir hier raus. Glaube ich. Dann geh mal vor. Okay. Oh, komm. Alright, head on out and wait for me. I'll get this going. Okay. Jetzt aber schnell. Wir sollten da vielleicht dahinter gehen. Wenn wir da vorbeikommen. We better hurry. Follow me. Okay. Okay. I don't want to be too close to that building when it goes up. Come on, we can hide behind that well. So. Am unauffälligen Hut. Get ready to make a run for Javier. Sehr schön. Na komm. Let's go. Und rauf hier. Die sind auf uns. Die sind auf uns. Wollte schon sagen. Sehr schön. Na komm schon. Über hier. Wo sind sie? Da hinten. Den hätten wir. Nun der nächste. Oh ja. Oh, Glückstreffer. Ist der nächste? Da. Mann, die würde ich gerne alle plündern. Vor allem brauchen wir das jetzt. Weiter geht's. Oh. Den hätten wir. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt bekommen habe von dem. Ich plündere nochmal schnell. Na, Arznei und sowas. Scheiße, ich laufe mal hinterher. Oh Mann, das wird eng. Na komm schon.
Ich gar nicht, wo ich hin muss. Ah, hier. Jetzt aber schnell. Und hier rein. Scheiße, die sehen uns noch irgendwie. Na, lauf doch! Okay, das ist ja schon wieder weg. Oh Mann, der ist aber schnell. Zickzacklauf, Zickzacklauf. Und weiter geht's. Ich lauf vor und schieß dann zurück. Ist ja ein Höhenvorteil. Auch Deckung. Und der. Und der. Scheiße. Das ist jetzt nicht gerade die beste Deckung. Kann ich denn. Wie war das denn nochmal? Scheiße. Oh. Doch geschafft. Mann, das war knapp. Gerade Arznei nehmen. Eieiei. Alright. Now, we did what you asked. It's like I said. Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, Mifrid. Fusar has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Komm! Follow me! Und weiter geht's. Diesmal mit Hut. Schön. Was geht denn jetzt? So now we have a real problem. This must be the boat he called in from Cuba. Ooh. That's a goddamn warship. You kinda have to hand it to this feller. Ach du Scheiße. So I guess great minds think alike. So what now? We fight or we win. Any of you boys feel like running? So what do we do? I will go get the cannon ready. Ah, schön. Okay, let's get to it. Shoot them, man. Fellers on the beach. Oh, erstmal Deckung. There's more coming down the right side of the beach. In die Eier. Sind die? Ach da. Wird gemacht. Da kommen neue. Ja, so wackelt kann ich nicht treffen. Sehr schön. Links daneben ist der andere. Deckung.
spinnen die gerade? Was ist das Schiff? In die Schulter. Okay, das war's. Ja, ich helfe. Okay, auf geht's. Jetzt aber. Ah, komm schon. Alter Schwede, was haben die denn hier alles? So. Oh, wie viel kommen denn da? Scheiße. Waffen. Und die sind unten. Okay. Grab that shotgun out there. There's a lot of guns out there. So, what do? I say we push forward, because if we don't, we're gonna die here and now. Okay then. Follow me? Jo. This is kind of fun. Was ist das hier für eine andere Waffe? Oder ist das meine? Bolt Action Gewehr. Das wäre mir halt lieber irgendwie. Richtig fies. Oh Gott. Ich komme jetzt erstmal mein Gewehr zurück. Hä? So, weiter geht's. Dann. Scheiße, wie sollten wir die Flinte? Oh. Wo ich mir eben hier? Moment, hoffentlich geht das jetzt. Wo ist jetzt mein Gewehr? Also, das wird nicht gehen. Okay, das war schön. Oh. Muss man gerade schnell austauschen. Oh, der gefällt mir gut. Habe ich denn auch eigentlich im Inventar, glaube ich. What do we do now? I think I got a plan. You cover the left side. Okay. And you take the right, Hercule. Got it. Good luck. Oh, der brennt. So, jetzt muss ich gerade schauen. Nein, kommen noch welche. Das ist gut, dass ich das Gewehr wieder habe. Scheiße, es ist das Falsche. Und nochmal nachladen. Einmal da und einmal. Scheiße, den habe ich nicht mehr erwischt. Aber den. Nicht den nennen. Achso, ich kann den jetzt gar nicht mehr Anweisungen geben. Verdammt. Keep going. Just a few left now. Let's get down to the beach. This is not over yet. Nee, das ist es nicht. Aber das bringen wir noch zu Ende, auf jeden Fall in dieser Folge. Sehr offensiv unterwegs, alter Schwede. Ich will das hier haben. Das ist meins. Scheiße,
getting closer. What do we do? Two of us must go and use the cannon. You go, Arthur. I'll gladly hold them off this beach a while longer. You sure? Just certain, son. Okay, auf geht's. Jetzt aber schnell. Only one way to find out. Christ's sake, how many men is Hussar got? That's the problem. Alter Schwede. Ich hab gedacht, wir haben hier Frieden. Scheiße. Falsch. Hey, ich bin okay. Volt-Action-Gewehr. Warte mal, ich muss mal gerade schauen. So viel Zeit muss sein. Lass mir doch Zeit. Oh, was macht der denn? Oh, ich weiß nicht, was er gerade gemacht hat. Er hat nicht das gemacht, was ich wollte. Oh Mann, ey. Geht er einfach in Deckung direkt vor den Gegnern. Was soll denn Scheiß? Nee, nee, nee. Jetzt habe ich meinen Hut nicht mehr. Toll. Das war gerade völlig komisch. So, jetzt aber. Wenigstens den Hut. Jo, auf geht's. Und ich hol wieder mein Gewehr. Moment, jetzt will ich nochmal schauen. Nee. Das ist nicht das, was ich gehofft habe. Okay, weiter geht's. Hä? Oh. Ups. Ah ja. Ach, der wurde abgeschossen, gerade beim Hochklettern, schätze ich mal. Na gut, das Gewehr hätte ja noch nützlich sein können, deswegen lieber mal gucken und dann zur Not nochmal einen Kontrollpunkt laden. Als dass ich dann Nachteile habe später. Ist der Hut irgendwie dunkler geworden? Also der Hut ist sogar noch cooler. Den würde ich gern behalten. Vielleicht. Okay. Weiter geht's, komm. Wo bist denn du hoch? Hier vorne. Jo. Oh ja, sehr gerne. Aber wir müssen ein bisschen hochhalten, oder? Er fliegt sogar echt weit. Dann schön da, wo das Wasser reinlaufen kann. Ach scheiße, ich muss nachladen. Und nochmal. Vorne nochmal. Schön. Let's get down from here. Come on. There was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. And cool. It was a great pleasure to make your acquaintance.
Das. Das ist krass. Das hat sich gar nicht gut angehört mit dem Husten. Weniger rauchen. Oder so. Thought I was dead for sure. Hi, boys. We got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well. And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions. So when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. It's thorough, nasty, and vindictive. In this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once, I agree with you. Here, cool? Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. Here, cool? We follow you. Anale, this way. Ah, toll. Let's get up around the back of that artillery post. Ich hätte eigentlich gehofft, ist erstmal die Munition, die Folge zu Ende. Dann machen wir mal eine sehr lange Folge, würde ich sagen. Ja, diese Mission geht echt sehr lange. Oder wir machen es anders. Ich mache hier einen kleinen Cut. Denn dann machen wir das nämlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich drüber freuen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.